Hey Leute, Techniker hier, ich bin auf der Kaktus in Leipzig und ich freue mich, euch heute mal hierhin mitzunehmen, denn ich bin hier zusammen mit Mad Gaming. Wir haben hier einen schönen Mad Gaming Stand, den ich euch mal zeige. Es ist Samstagmorgen und es ist noch ziemlich chillig hier. Ich habe mir genau diese Zeit ausgesucht. Ich glaube, die passt zu meiner chilligen Art, denn gestern war voll viel los. Gestern war Samstag und hier war einfach die Hölle los und jeder stand voll. Sehr interessant, Kaktus Leipzig, mein Feeling so als allererstes mal. Eine sehr ruhige Messe, eine sehr chillige Messe, nicht zu groß, nicht Gamescom-like. Einfach eine ruhigere Messe, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich nehme euch jetzt auf ein paar Stände mit. Natürlich schauen wir uns einmal den Mad Gaming Stand an. Wir werden uns Nüfter mal kurz anschauen und dann auch noch mal ganz kurz bei Samsung vorbei sneaken, denn die sind hier direkt um die Ecke. Und ich glaube, wir gucken dann noch mal bei den MSI Boys gemeinsam rein. Los geht's! Wir legen direkt los bei Mad Gaming und hier wird so einiges geboten an PCs, unter anderem natürlich auch die Techniker-PCs und andere, die aus der ersten Folge Techniker Insight kennen. Wir schauen jetzt mal hier vorbei, das ist der Unbound, den kennen wir schon, der komplett BTF Asus White System, den wir haben, den zeige ich euch auch nochmal ganz schnell. Sehr geil gemacht. Typisch Mad Gaming halt einfach geil. Hier haben wir auch ein Schmuckstück, ein Sahne-Schmuckstück sogar, mit RGB-Backplate. Sehr schön, Mad Gaming ROG-Style, sehr schön gemacht. Hier die Unifans SL Infinity, komplett vollgeklatschtes Teil. Das ist ein Intel-System, NZXT Kraken I.O. Wirklich sehr, 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 sehr cool, was Mad Gaming hier an Systemen bietet. Und das Ganze halt auch noch auf einer Messe. Wir haben hier, da bin ich besonders stolz drauf natürlich, euch den Techniker-PC zu zeigen. Hier steht das gute Stück. Eine ganz besondere Konfiguration, die so wirklich geil rüberkommt. Also ihr habt in dem ersten Techniker Insight ein random bestelltes System bei Mad Gaming gesehen, aber so sollte und könnte eigentlich ein Techniker-PC aussehen. Sehr, sehr, sehr schön, dieses System, vor allem mit der Supreme-Grafikkarte von MSI, mit dem Display, mit den Unifans SL Infinity. Das ist wirklich ein Schmuckstück. Alle Systeme hier bei Mad Gaming, die hier ausgestellt sind, sind von Seasonic gesponsert und mit Seasonic Netzteilen. Ein Netzteilhersteller, auf den wir sehr, sehr, sehr gerne setzen. Sehr schön natürlich auch die NZXT Kraken I.O. mit diesem zusätzlichen Display und diesem wahnsinnigen 4K Touch Display, was ihr bereits kennt. Wirklich sehr geil umgesetzt. Sehr, sehr, sehr cool gemacht. Was wir hier noch haben bei Mad Gaming sind natürlich ein paar Stations, mit denen, auf denen man zocken kann. Ich zeige euch hier mal ein paar. Das ist einmal hier. Die ganzen Setups sind von Nüfter gesponsert, also Nüfter, Maus und Tastatur. Finde ich sehr schön, dass die Boys uns hier unterstützt haben. Wir schauen auch gleich dann direkt rüber zu dem Stand von denen. Aber hier sind nochmal zusätzlich sehr, sehr, sehr schöne Systeme auf jeden Fall. Wir haben hier ein Lianli O11 Vision. Den kennt ihr vielleicht auch schon von der Folge, wo ich eben dort war bei Mad Gaming, aber hier auch nochmal auf der Kaktus in Leipzig aufgebaut, um einfach zu zeigen, was Mad Gaming wirklich hier kann und macht und was es hier ausmacht. Ich finde es auf jeden Fall sehr geil gelungen, vor allem natürlich auch, weil ich mir Mühe gegeben habe für Mad Gaming und ein Video geschnitten habe. Das zeige ich euch mal kurz gleich. Ich glaube, man kennt diese Art an Aufnahmen, das ist so technikermäßig und es freut mich wahnsinnig, dass hier sowas dargestellt wird. Sehr cool. Was wir jetzt machen zusammen ist, wir schauen mal bei den Nüfter Boys vorbei. Der Nüfter hat ein ziemlich geiles, also macht nicht nur Maus und Tastatur und Mauspads und Custom Designs, sondern wir haben den lieben Aspect Customs, ich kann es immer nicht aussprechen, aber der Typ ist einfach übelst der Hammer, was der so kann. Und ich zeige euch einfach mal ein paar übelst kranke Mauspad Designs, die ich so nicht erwartet hätte und die man sich hier custommäßig machen lassen kann. Sieht das nicht super sick aus? Geil, oder? Genau mein Stil. Wir haben hier aber noch eins, was mir mega gut gefällt. Und zwar... Sieht das nicht geil aus? Ja, genau, mit Lichteimer. Danke.
Also wirklich sicke Designs, die hier gemacht werden. Gefällt mir mega, mega, mega gut. Wir schauen aber auch noch bei den Tastaturen vorbei, denn dort ist auch nochmal sowas Einmaliges einfach geboten. Also schaut euch mal diese Designs in Ruhe an. Ich halte einfach meine Fresse und ihr schaut einfach hin. Das ist einfach absolut krank, was hier geboten wird. Das sind einfach so sicke Designs. Wir werden auf jeden Fall demnächst irgendwann mal unbedingt ein Projekt damit machen müssen. Denn solche Tastatur-Mods und Designs, eigentlich bin ich nicht so zu haben für so Gaming, Tastatur, Modding, Lubing, was weiß ich was. Aber solche sicken Designs, das ist das, was mir wahnsinnig gut gefällt. Hier haben wir auch noch die Sakura-Maus. Hier ist es, genau. Sakura-Maus, ich hole ihn mal kurz raus. Sehr, sehr, sehr geil gemacht. Genauso sieht es aus mit dem Keyboard selber. Hier ist sogar die Rückseite so bedruckt. Und drehen wir das gute Teil los. Zack. So könnte eine Tastatur aussehen. Und die sind, soweit ich weiß, limitiert. Und die kann man hier bei Nüfter auch nochmal zusätzlich bestellen. Die sind aber immer limitiert und droppen, glaube ich, einfach so im Shop. Das ist auch ein klassisches Design, was wir haben. Aber wenn du hier drin bist, dann könnte ich ja drin. So, dann schauen wir mal. Die haben natürlich auch hier Stations, wo man zocken kann. Natürlich mit den schönen Nüfter-Mauspads, mit dem Sakura-Design. Fällt mir sehr gut. Handballenauflage, die kenne ich gar nicht. Aber die zeige ich euch auch mal. Sehe ich hier gerade zum ersten Mal. Und ein sehr schlichtes Nüfter-Nüfpad. Hier mit zusätzlichen Tasten, weiß, schwarz, finde ich auch sehr schlicht gemacht. Hier natürlich ein paar Systeme zum Zocken, finde ich auch sehr geil. Und ich glaube, die machen hier so Aimlab-Zeugs. Ich glaube, ich kann das Zeug nicht. Ich meine, ich probiere mich mal ganz kurz, aber alle bitte nicht lachen. Oh, Digga, bin ich schlecht. Ich glaube, das ist nicht normal. Aber die Sense ist auch zu high, glaube ich, für mich. Ja, die ist zu high. Komme ich nicht klar. Boah, Digga, bin ich schlecht. Ich glaube, ich lasse es. So. Das ist der Nüfterstand. Da gibt es auch die Möglichkeit, den Designer von den Mauspads und von den Tastaturen zu sprechen. Stimmt's? Ja. Wie ist dein Name? Sag mal, ich kann es nicht aussprechen. Ja, das ist immer ein bisschen kompliziert. Also mein Nick hier nach Asbest. Asbest geht auch immer. Asbest Customs. Ja, immer am einfachsten. Also Asbest Customs, mein richtiger Name ist Ben und ich mache so ein paar Designs auf Gaming Equipment. Du bist der, das kranke Nüfter Sakura-Zeugs eigentlich so auch mit gepaintet hat auf dem Maus. Genau, ja, das so die ganzen Designs, die dort gepaintet sind. Alle, die wir uns gerade angeschaut haben. Alle, die ich angeschaut habe, ja. Irgendwann muss auch was für mich machen. Das sehr gerne, absolut. Nicht einfach so irgendwie rummalen bei anderen, sondern auch mal bei mir. Absolut gerne. Ich hoffe, dass wir mal ein Konzept zusammen machen, irgendwie mit einem PC. Ich komme auf dich zu. Absolut, ja. Und dann machen wir irgendwas. Ich glaube, irgendwas Sickes, so Cyberpunk-Future-mäßig. Oh, das wäre natürlich. Bist du dabei? Absolut, ja. Sehr geil. Freut mich sehr. Ja, ebenfalls. Danke dir für diese kurze Zeit und ich komme dann auch nochmal vorbei. Absolut, ne? Gerne, ja. So, was hier noch geboten wird, ist die Möglichkeit natürlich direkt Mauspads, Maus, Tastatur und alles zu kaufen. Und das Ganze passiert hier. Wie gesagt, aktuell ist alles zum Glück alles chillig und leer, weil eben Sonntag ist und hier einfach mal ein bisschen Ruhe eintreten soll. Was wir jetzt machen, ist mal kurz zu Samsung, zu MSI zu schauen, würde ich sagen. Der Stand ist direkt hier drüben. Die haben auch so ziemlich geile Sachen am Start. Die MSI Expert-Karte ist da. Das Ganze freut mich, euch das Ding zeigen zu können. Es gibt ein paar ziemlich kranke OLED-Monitore, die hier bei MSI sind. Aber als allererstes zeige ich euch, glaube ich, die Expert-Karte, denn das ist ein sickes Teil. Schaut euch mal dieses Ding an. Das ist extra gesichert. Ich kann die also nicht rausheben, leider. Aber ich sehe die das allererste Mal in Real sozusagen. Und das Ding ist wirklich massiv. Auf den Videos und aufgrund des Designs sieht die eigentlich relativ schlicht und klein aus. Also hier als Vergleich eine Slim-Grafikkarte. Das ist eine 4070 Slim und das ist eine 4080 und das ist schon wirklich ein massiver Schinken. Hier der schöne 16-Pin High-Power-Anschluss, diese Diamanten-Grill-Optik, keine Ahnung, aber sehr, sehr, sehr geil gemacht. Und natürlich auch die Backplate, ich versuche es mal ganz kurz, ohne hier die Sicherung zu lösen. Sehr, sehr schön gemacht. Ich hoffe, dass MSI uns bald mal so eine Karte gibt für ein gewisses Projekt, das wäre natürlich super geil.
Was es hier sonst noch so gibt, ist natürlich das komplette Line-up an MSI-Sachen, die zusätzlich bieten. Slim-Grafikkarten, Netzteile, Router, die wir uns auch schon mal angeschaut haben. MSI Project Zero natürlich, das ist ziemlich geil. Und hier, was mir besonders gefällt, das ist eine MSI Core Liquid, eigentlich eine ganz normale, aber das ist nochmal eine zusätzlich designte Version für Monster Hunter, soweit ich weiß. Wirklich sehr schön gemacht, auch das hier. Ja, so ein Farbverlauf irgendwie mit drin ist und alles angepasst hat. Es soll ein komplettes Setup dazu geben, soweit ich weiß. Ich denke, eine Grafikkarte, Mainboard und. Wird auch noch kommen. Eine Sache, die ich euch unbedingt zeigen muss, die mich, ich bin einfach erschrocken, wenn ich sowas sehe. PCI Express Generation 5 NVMEs. Und aufgrund der Hitzeentwicklung brauchen die halt zum Teil solche Kühlkörper, um überhaupt performen zu können. Das Ganze ist krass, also 20 Grad wird hier angegeben, sollen auf der NVMe weniger sein und natürlich eine längere Möglichkeit, dann dass halt hier Daten geburstet werden. Eine ziemlich kranke Entwicklung, ich bin mal gespannt, wie das ganze Thema überhaupt so weitergeht. Was bei MSI natürlich auch sehr wichtig ist, sind die ganze Claw-Geschichte mit den Intel Ultra CPUs und anders wie bei anderen Herstellern steckt hier kein AMD blablabla drin, sondern hier ist einfach Intel mit dabei, mit der XISS Upscaling-Technologie und den ganzen Geschichten. Sehr geiles Handheld, was mir besonders gut gefällt, ist das Kühlkonzept. Die komplette Backplate zieht Luft an und hier oben wird dann die warme Luft rausgedrückt. Die Dinger hier laufen seit Tagen und die sind immer noch super kühl, vor allem wenn man da hier an die Seite greift. Und die Performance kann sich wirklich auch sehen lassen. Und dass es bald auf den Markt kommen wird. Vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, das Ganze mal zu testen und uns mal anzuschauen. Ich bin zwar nicht so der mobile Zocker, mir gefallen eigentlich mehr komplette, richtige PCs. Und hier steht auch schon was Besonderes. Und zwar auf 500 Stück limitierte Curved Glass Panel Optik Case. Sehr geil gemacht. Mit hier jede Menge Hardware drin. Und auch hier die kompletten Rundungen, auch selbst die Aluminiumrundungen hier, sind auch da. Und da könnten wir eventuell auch mal drin bauen, denn es ist ein super cleanes und super schönes Case. Ich glaube, soweit ich weiß, unterstützt das Case auch MSI Project Zero. Allerdings hat MSI leider kein Black Project Zero Mainboard, wie wir es hier haben. Deswegen ist hier jetzt mit Kabeln einfach ein Ace Mainboard reingebaut, aber trotzdem sehr geil. Und da sehen wir auch eins der wichtigsten Monitore, zumindest für mich, 49 Zoll. OLED-Screen, 240 Hertz, 0,03 Millisekunden an Reaktionszeit. QD OLED, die Panels sind von Samsung bei MSI. Sehr schön, ich habe selber mal dran gesessen, es kommt jetzt natürlich auf der Kamera nicht so gut rüber, aber die Farben sind absolut krank. Also mit HD eingeschaltet brennt es dir einfach alles weg, irgendwie was du im Auge nur so hast. Und besonders interessant fand ich natürlich auch die Möglichkeit, mir anzuschauen, wie das Ganze aussieht, wenn man im, ich mache es mal ganz kurz für euch, vor allem in Windows hat es mich interessiert, wie das Ganze aussieht, wegen dem Problem mit der Schärfe von den ganzen Schriftarten und so weiter. Da soll ja dieses Pixel-Shifting und so weiter eben stattfinden. Und ich muss sagen, dass ich da wirklich echt super impressed bin. Ich werde wahrscheinlich auf der Kamera jetzt nicht so rüberkommen, aber die Schriftart ist wirklich verdammt scharf. Das ist das, was mir besonders gut gefällt, weil wenn so ein Monitor natürlich benutzt wird, muss es irgendwie irgendwas Hybridmäßiges sein. Man spielt ja nicht nur, zumindest ich nicht und ich denke viele von euch auch nicht. Und da muss das OLED nicht nur die Performance im Gaming liefern können mit 240 Hertz und bla 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 und lalala, sondern die Farben müssen stimmen, das liefert OLED auch. Die Frage ist halt, sehr oft arbeitet man dann in Excel-Sheets, dies, das, wie ist es dann genau mit der Schrift und so weiter. Aber hier sehr, sehr, sehr schön gut umgesetzt in meinen Augen. Vielleicht haben wir auch noch die Möglichkeit, sowas auch mal zusätzlich zu testen. So, was gibt's hier noch? Auf jeden Fall Laptops. Ich mal ein bisschen rum. Alright, ja, dann viel Spaß dir auch. Bis dann. Genau, ein paar Laptops sind hier ausgestellt. Ich glaube, MSI macht sehr, 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 sehr viel mit Intel zusammen. Also hier der komplette Stand ist Intel. Intel Core i9, Creator Laptops. Wir haben Radeon, Crosshair. Zum Teil hier wirklich Systeme, die recht heftig sind. 4070, ich glaube, hier finden wir sogar eine 4090 drin. Genau, 16 GB, 4090. 18 Zoll UHD Plus Mini LED. Wirklich echt krasse Notebooks. Notebooks sind aber nicht so mein Feld, das wisst ihr, mehr so fertige, also nicht fertige PCs, sondern wirklich Custom-Build-PCs. Und das ist das, was wir hier auf dem Kanal auf jeden Fall verfolgen sollten bei MSI. Wir schauen jetzt mal kurz zu Samsung. Samsung hat auch ein paar interessante Sachen. Ich zeige euch erstmal den Stand selber. Das ist
Stand von Samsung ist von MIFCOM irgendwie gesponsert. Finde ich sehr interessant. Das sind MIFCOM-Systeme. Hier ist ein kleiner Bereich, wo man zocken kann. Und wie gesagt, aktuell ist gerade alles leer zum Glück, denn es ist Sonntagvormittag sozusagen. Und die Messe hat gerade erst aufgemacht, deswegen nehme ich auch diesen Zeitpunkt. Das sind MIFCOM-Systeme, alle im Be Quiet PureBase 500DX mit Luftkühlung. Wir schauen uns mal so ein System gleich an. Schau mal kurz, ob ich da rein sneaken kann. Oder ob mich jemand von Samsung gleich abholt und mir ein paar auf die Glatze gibt. Ich hoffe nicht. Ich sneak mich einfach mal ganz kurz da rein. Ne, Moment, von hier kriege ich es hin, genau. So. Coole Setups mit Samsung-Monitoren, natürlich Odyssey, ganze Sachen, Backforce-Stühle sind hier am Start. Eigentlich ein super krankes, geiles Setup, was hier Samsung liefert. Mit den Monitoren, mit den Backforce-Stühlen. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass halt die MIFCOM-PCs so billig, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber für eine Show, für eine Messe hätten hier Mad Gaming PCs viel schöner gepasst, würde ich jetzt sagen. Was es hier sonst noch zu geben gibt, ist natürlich das ganze Samsung AI Dingenskirchens, Galaxy Book Ultra, Note, ich zeige euch mal ganz kurz den Stand. Sieht ein bisschen so aus, wie wenn man im Mediamarkt ist. Galaxy Book, Galaxy S24, das schöne Fold. Ja, das ist schon geil. Also ich muss sagen, als Apple-User traue ich manchmal schon dieser Technik nach, die hier Samsung liefert. Mit so einem Fold-Teil. Mein Bruder hat selber so eins. Und das ist das, was ja ein bisschen Innovation bei Apple auf jeden Fall fehlt. Die Samsung so liefert. Finde ich sehr geil. Die Möglichkeit, hier einfach extrem viel darzustellen. Und einfach auch ordentlich mal an einem Handy zu arbeiten. Ich arbeite ja voll viel am Handy. Und da frage ich mich sehr oft, Apple, was passiert jetzt? Wollt ihr immer noch iPad und iPhone irgendwie beibehalten und das war's? Weiß ich nicht, ob das der Weg ist. Vielleicht gehe ich irgendwann mal zu Android über, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall ist das Z Fold eins der Sachen, die mich am meisten interessieren. Hier sind zusätzliche Stations, wo man zocken kann, mit OLED-Displays, mit großen Monitoren. Die guten alten Samsung-Mitarbeiter, die frühst noch chillen irgendwie und selber am Zocken sind, weil es alles Gamer sind. Hier gibt es einen Samsung Galaxy AI Kiosk. Ich habe keine Ahnung, was es dort gibt, aber ich frage jetzt einfach mal. Oha, hier steht sogar ein Samsung Kühlschrank mit Display. Spotify Integration, kompletten Browser, komplett Android gesteuert. Könnte ich mir eventuell irgendwann mal holen. Schau mal kurz, was es hier noch so gibt. Mini Salzbrezel von Samsung. Sehr schön und ich glaube, die haben auch Energy Drinks, aber ich kriege keinen so früh am Morgen, weil sonst kriege ich Herzkasper. Das lassen wir mal. OLED-Monitore sind natürlich hier auch, sowohl 27 Zoll. Sowohl 27 Zoll, wirklich sehr, sehr schön drin. Sehr schön, sehr gewischt. Das gefällt mir richtig gut. Interessant, ob man den ansprechen kann und was mich interessiert ist, ob der wirklich den hinteren Bereich sozusagen vom Desk, vom ganzen Setup irgendwie mit ausleuchten kann. Das ist immer so eine Frage, die mich persönlich bis jetzt immer enttäuscht hat bei den ganzen Samsung-Monitoren, dass die einfach nicht diese RGB-Kraft haben, das Ganze zu realisieren. Aber darum geht es, glaube ich, auch nicht bei diesen Monitoren. Denn es sind halt, wie gesagt, OLED-Displays mit jede Menge Möglichkeiten, hier farblich die Sachen gut darzustellen. Da ist irgendwie so ein riesen, ich weiß nicht, wie viel Zoll das sind, ich müsste liegen 98 Zoll. Also sehr schön gemacht, auf jeden Fall der Samsung-Stand. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen, die ich euch zeigen wollte, gezeigt. Wir waren bei Mad Gaming, sehr nice. Wir waren bei Nüfter, sehr nice. Wir waren bei Samsung, wir waren bei MSI. Das waren so die wichtigsten Stations, die man hier auf jeden Fall abklappern sollte. Und danke euch fürs Dabeisein und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.